Also mein Anliegen ist, ausgeatmete Luft in Klang zu verwandeln. Also das ist mal sicher. Und ich will damit, ich krieg's ja geschenkt. Also das ist ja nicht eine Leistung von mir, dass ich jetzt Musik mache, sondern ich habe die Ehre, das aus der geistigen Welt in die Materielle transportieren zu dürfen. Und in der materiellen Welt braucht Klaus Burger Geld. Der 52-Jährige hält sich mit vielen unterschiedlichen Projekten über Wasser. Es gibt wechselnde Standbeine, das ist wie beim Tausendfüßler, ja. Also ich habe eine Verbindung nach Russland, wo ich Workshops, Konzerte, Seminare mache an Musikhochschulen, auch mit philosophischen Exkursen. Dadurch, dass ich viele Dokumentarfilme mit Musik versehe, ist auch an der GEMA-Tantiemenfront eine Art von Geldfluss da. Aber eigentlich muss man sich dann gewöhnen, wenn man freischaffend ist, dass man eigentlich permanent in freiem Fall begriffen ist. Und muss halt hoffen, dass die Aufschläge so milde wie möglich stattfinden oder eben möglichst selten. Ja. Jetzt fahre ich dann da hinein und das ist eine Labsal für die Füße. Man spürt förmlich die Energie, die in dieser Butter, in dieser ranzigen steckt. Und damit begegne ich diesem entsetzlichen Streusalz, was wieder so eine kranke Nummer von dem Endzeit-Lemming ist, ja, dass er seine Natur und seine Außenwelt noch versalzt, damit er mit seinem Auto die gewöhnte Durchschnittsgeschwindigkeit fahren kann. Ja. Die zieht dann da ein. Ha, das ist sofort ein gutes Gefühl. Wie fühlt sich das jetzt an für dich so an den Füßen? Eigentlich eher scheiße, weil ich das Salz spüre und weil überwiegend sehr viel noch kleiner Rollsplittkörnchen rumliegen. Deswegen ist es unangenehm, also es brennt, ja. Aber ich spüre natürlich einen Temperaturunterschied und dass es über Null hat. Das ist, nach so einem langen Winter mit so wenig Licht ist das ein Hoffnungsschimmer. Also der ist da auch dabei. Aber es ist nicht witzig. Es brennt. Salztechnisch halt. Seit über 25 Jahren trägt er keine Schuhe mehr. Nach einer Sinnkrise habe er sein ganzes Leben umgekrempelt. Ein Auslöser war eigentlich, dass ein super hübsches Weib irgendwo in der fränkischen Provinz auf einmal mich wegen meiner teuren Turnschuhe angequatscht hat. Und die hat mich vorher überhaupt nie beachtet. Und es ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich die Turnschuhe weggeschmissen habe, die nagelneuen. Aber das war sowieso einfach an der Zeit. Das hat so nicht mehr gestimmt, mein ganzes Leben. Also habe ich meine materiellen Besitztümer abgeschafft und bin Vegetarier geworden und habe die Schuhe abgeschafft. Und das alles quasi in einem Rundumschlag im Frühjahr 82. Seitdem trägt er seine innere Einstellung nach außen. Burger hat in großen Konzertsälen und in der Wüste in der Mongolei Musik gemacht, war monatelang Einsiedler und Tubist im Turiner Sinfonieorchester. Und immer eckt er an. Die Leute auf der Straße drehen sich nach ihm um. Aber auch in der Musikerszene stößt er häufig auf Ablehnung. Im Prinzip ist der Spießerturm ja diagonal repräsentativ auch in der Musikwelt anzutreffen. Und insofern habe ich in der Musikwelt genauso Ablehnung wie Zuspruch gefunden. Vielleicht will er Aufmerksamkeit erregen. Möglicherweise. Ja, denn gesund allein kann es nicht sein. Ich denke, dass man da leicht krank werden kann. Vielleicht fühlt er sich so wohler. Also Sie stören sich nicht daran? Nee, warum denn? Das ist interessant. Also ich denke, dass er spielt. Moderner Sokrates oder hoffnungsloser Spinner? Burger sagt von sich selbst, dass er einfach so leben möchte, wie er das für richtig hält. Damit schwimmt er gegen den Strom und muss manchmal auch richtig strampeln. Auf einer bestimmten Ebene braucht man vielleicht mehr Kraft, die man nicht bräuchte, wenn die Gesellschaft anders strukturiert wäre. Aber es gibt einem auch viel Kraft. Es gibt einem mehr Kraft, als es einen kostet. Ja?
Und insofern ist es sehr rentabel, Revoluzzer zu sein. Energetisch ist das rentabel. Ja. Weil ich glaube, wichtig ist halt, dass man nicht gegen was kämpft, sondern für was kämpft. Und das ist wichtig. Und insofern passt es schon.